Glauben Sie, Cash hat Sie belogen? Ja. Oh. Nein, dafür ist sie nicht der Typ. Ich bin ziemlich sicher, dass keiner von uns wirklich wusste, worauf wir uns da einlassen. Gelackmeiert. Gelackmeiert. Ja, das habe ich von Sid. Sie steht auf dieses merkwürdige alte Zeug der Menschen. Auch ein guter Name für einen Drink. Der Gelackmeierte. Ich würde ihn probieren. Okay. Ja, der Gelackmeierte. So, dann machen wir den Monolithen erstmal hier an. Denn das ist eben das zuerst. Ob jetzt hier auch irgendwas passiert. Ich glaube, Drak ist ganz gut für die Relikte, weil ja da doch auch ein paar sind, die gerne in Nahkampf gehen. Aber hier sind gar keine. Ja, jetzt müssen wir die wieder scannen, ey. Das gibt ja wieder Spaß, die zu suchen. Da haben wir den ersten. Hier, der zweite ist anscheinend auf der Rückseite davon und der andere ist da oben. Ist das hier eine Glyphe? Ja. Zack. Hier ist auch gleich noch eine Kiste. Ja. So. Ach doch, da kommt man noch hoch, ne? Das ist kein Problem. Vielleicht. Ah, hier, ja. Oh, hier kann man auch noch was scannen. Oh. 100 Reliktforschungspunkte, das ist gut. War das gerade Vetra, die so ein komisches Geräusch gemacht hat? Da ist es. Alle drei gefunden. Ja. Das sollte es gewesen sein. Guck dir mal den an. So, und jetzt? Sudoku, hoffentlich nicht so schwer. Nee, ist relativ klein, ist gut. So, jetzt müsste ich es eigentlich schon gleich haben. Das war doch relativ einfach. Wenn es denn stimmt. Und ich habe es nicht mal verkackt am Anfang. Wunderbar. Einer erledigt. Bleiben noch zwei. Das wäre ja auch gut, ne, wenn wir das. Obwohl es jetzt noch nicht so schlimm war hier, ne? Ich fand Welt wesentlich anstrengender. Sie sich noch an die letzten Vorbereitungen, bevor die Archen abgeflogen sind. Die ganze Hektik, weil keiner genau wusste, was uns erwartet. Ich wurde von einem Powerlader gerammt. Der Fahrer sollte Rationen lagern und hat drei Aufträge gleichzeitig abgewickelt. Ich habe ihm voll eine in die Gyroskope verpasst. Okay, so jetzt müsste ich erstmal hier gucken. Weiß ja auch gar nicht, wo die anderen sind. Weit weg. Gut, denn... Oh, das Büro ist ja gleich hier. Ist es okay, denn? Ist hier auf einmal so viel aufgedeckt? Oh, hier ist sogar ein Aufklärungsposten da. Direkt daneben, das ist gut. So, die Wachen beseitigen. Oh. Nakamotos Labor. Oh, das wird Spaß machen. Ups, hier sind ja eine ganze Menge Tiere. Zack. Blöden Adi, ey. Hä? Ach, der andere ist hinterm Auto. Ich dachte, das wäre der andere. So, bearbeitbarer Balk, ja, das ist anscheinend von dem. So, der steht ein bisschen doof. Hast du nicht mit mir gerechnet, ne? Dass ich so ein krasser Typ bin und weiß, wo alle sind? Zack. Ich glaube, das ist sogar weitergesprungen zu dem hinterm. So, ein Glück waren wir nicht so weit weg. Dann machen wir es einfach nochmal. Zack, hier kommt das Auto hin. Waffe raus und los geht's. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie viel diese blöden Hunde aushalten. So. Dafür ist Drak auf jeden Fall gut. Nee, doch so rum. Da hinten ist einer. Gucken. Weiß nicht, ob das ein Sniper ist, vielleicht sogar. Bisher guckt er aber noch nicht. Doch. Er hat ein Schild. Ist der tot? Ja, ne? Zumindest nicht mehr angezeigt. Oh.
Von wo kam das? Von dem da? Oh! Hä? Das war ja knapp. Ich würde mich gern verstecken. Dass hier mein Schild schneller auflädt. Ja, da ist es wieder. Sehr gut. Da hinten rennen sie. Das sind ja noch viele. Hab ich wohl ein bisschen unterschätzt. Der ist da hinten. Das ist ein Sniper bestimmt. Ist einer. Aber der hat wohl nichts davon gehört, dass ich auch so einen Skill habe. Das war schlecht. Oh, aber das war gut. So, wo? Da hinten ist noch so ein Dino. Oh. Zack, erwischt. Die halten ja wenig aus. Oder die war schon angeschossen, das weiß ich nicht. Was sind da der Sniper? Da rennt auf jeden Fall einer. Ey, ist es jetzt schon wieder die gleiche Stelle, wo die anderen auch schon alle verkackt haben? Da wird einer angezeigt, direkt vor mir. Ich fahre mal mit dem Auto rein. Ups. Okay, Vetra. Ups, weiß, wo der ist. Geschafft? Nee. So, alle Mann rein hier. Die Exilanten hätten aufgeben und sterben können. Aber es da ist er. Sie nur, was sie gebaut haben, sogar hier draußen. Jo. Der ist ja denn doch ein bisschen stärker. Okay, aber er hat gleich Drack am Hintern. Huch. Ich hab gebrannt. Ah, es hat direkt an der Stelle auch gespeichert. Das war gut. Nochmal Glück gehabt. Kommt jetzt das nächste Schiff, die mich haben wollen? Ich dachte eigentlich, hier unten wäre noch irgendein Erz gewesen, aber ja, okay, vielleicht auch nicht. So, dann gehen wir jetzt einfach da rein. Das war ja nicht sehr schwer. Das da oben ist der Dino, ne? Der da so rumrennt. Ist der wichtig? Gibt's hier irgendwas? Oh ja. Welt eröffnen. Na. Wir noch was scannen oder. Was zeigt der uns? Das hier. Zack, jawohl. Was ist der, oder? Ach, so ein blödes Vieh. Das können wir nicht. Das können wir nicht zulassen. Ne. Okay, dann. Lassen wir es einfach da, dann gehen wir jetzt hier rein und. Ach, und holen uns das Rezept. Anscheinend ist auf dem Planeten jede Tür sehr schwer zu öffnen. Liegt das an der Luft? Rosten da alle Schlösser? Noch ein Behälter. Huch, ist hier noch einer? Was? Hallo? Terminal? Oh, macht die Drogen oder was? Was muss ich denn machen mit der? Soll ich die töten? Nee, ne? Das wäre ja schwach. Gib mir das Zeug, Mann! Okay, so anscheinend nicht. Kann ich die scannen? Auch nicht. Kann ich? Nee. Diese Pflanzen produzieren die in Oblivion verwendeten Bakterien. Achso. Also könnte jeder, der Zugang zu ihnen hat, Oblivion herstellen. Nein, das Verfahren ist kompliziert. Die Verbanden konnten es nur, weil sie Dr. Nakamotos Formeln und Instruktionen hatten. Okay. Was ist denn jetzt die Aufgabe? Ich kann die doch nicht einfach umlegen. Vielleicht doch. Ich speichere das mal. Hätte aber gesagt, tun sie mir nichts. Kann ich nicht mit der reden? Geht nicht. Das hat er nochmal gespeichert. Ich mach das. Was soll denn das? Du hast Drogen gemacht. Geht nicht. Und jetzt? Kann aber auch nicht mit der reden, oder ist es wieder so ein verbuggtes Ding?
Muss ich nochmal rausgehen und wieder... Ach Mann, ey, das ist doch doof. Jetzt geht's. Ich habe tatsächlich neu geladen und jetzt kann ich sie ansprechen. Hallo? Bitte nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Okay, ganz ruhig. Ja. Ja, wir sind mal knallhart. Geben Sie mir einfach die Oblivion-Formel, dann haben Sie nichts zu befürchten. Wie heißen Sie? Dr. Arena Ferenc. Ryota schickt Sie, nicht wahr? Und er hat Ihnen bestimmt diese herzergreifende Geschichte erzählt, Sloan hätte seinen medizinischen Durchbruch missbraucht. So in etwa, ja. Oblivion war nicht seine Entdeckung, sondern unsere. Okay, ja, aber vielleicht lügt sie wirklich. Und woher weiß ich, dass Sie die Wahrheit sagen? Weil ich mich nicht hinter einer Maske falscher Moral verstecke. Oblivion sollte von Anfang an eine Droge werden, die zu extremer Abhängigkeit führt. Ihr medizinischer Nutzen war lediglich eine Begleiterscheinung. Ist das so? Ja, wieso hat Dr. Nakamoto die Verbanden dann verlassen? Ryota hat uns nicht verlassen, er wurde gefeuert. Er hat Sloan unter Druck gesetzt, um für sich einen größeren Anteil herauszuschlagen. Wie oft haben Sie sich mit ihm unterhalten? Einmal? Ich kenne Ryota seit Jahren. Und alles, was ihn interessiert, sind Credits. Aber Sie sind anders. Mir ist mein Leben wichtiger als Credits. Wenn Sie Ryota die Formel geben, bin ich so gut wie tot. Dafür wird Sloan schon sorgen. Okay, ich kaufe die Story nicht ab. Okay, ja, warum? Ich habe in Sloans Organisation nicht sonderlich viele Ärzte gesehen. Sie sind zu wertvoll, um sie zu töten. Sie wird mein Verhalten als Kooperation mit dem Feind betrachten. Und Loyalität ist Sloan wichtiger als Fachwissen. Ja, es kann schon sein, wenn die nicht ganz dicht ist. Ich kaufe ihn die Story nicht ab, aber ich lasse ihr die erstmal. Vielleicht können wir ihr die hinter noch her klauen. Wird. Wie wär's, wenn wir einfach so tun, als wäre ich nie hier gewesen? Ich werde Sloan erzählen, das Kollektiv hätte uns angegriffen. Und danke. Oh. Ja, aber warum, hä? Ach so, weil die alle tot sind. Ja. So, dann haben wir das geschafft. Dann gehen wir jetzt hier hin. Dann können wir ja erstmal die Mineralprobe mitnehmen. Da kommen wir hoffentlich über den Berg irgendwie rüber. Hier kommt man anscheinend irgendwo anders hin. Hoffen wir, wir kommen hier hoch. Mal gucken. In the Badlands! Okay, da unten ist anscheinend ein Windpark. Und Quests habe ich auf der Karte gerade gesehen. Von hier geht es auch nicht so richtig weiter. Das ist alles sehr steil. Oh, da ist irgendein Mineral. Nehmen wir mit. Hoffentlich fallen wir nicht komplett runter. Das wäre nicht so gut. Zack. Ja. Nehmen wir nämlich die Quests hier auch noch mit. Da sind die wirklich unten? Nee, hier. Diese Arschlöcher haben außer der Rotornarbe alles mitgenommen. Probleme mit Plünderern? Ständig. Wer sind Sie? Okay, soll ich sagen, ein Freund, ja? Jemand, der Ihnen helfen kann. Das bezweifle ich. Sie gehören zur Initiative, stimmt's? Zu sauber für einen Exilanten. Ich bin ein Pathfinder. Ein Pathfinder auf Kadera? Heilige Scheiße. Sie sagten, Sie hätten ein Problem mit Plünderern. Richtig, genau. Die Mistkerle kommen nachts, schrauben Teile aus den Turbinen raus. Das ist teuer und nervig. Sorgt Sloan nicht für ihre Sicherheit? Die ist zu beschäftigt mit dem Kollektiv. Ich will auch gar keine Wachen. Ich will nur unsere Teile zurückhaben. Okay, ja, Mama. Irgendeine Idee, wo ich diese Plünderer finde? Ich habe die wertvolleren Teile mit Trackern bestückt. Gierantrieb, Generator... Sie wurden alle zum selben Nav-Punkt gebracht. Ich überprüfe das. Falls die Parasiten sich wehren, sollten sie kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sie erledigen. Okay, dann sind die anscheinend ziemlich doof. Müssen wir gleich auf der Karte gucken, wo die sind. Ah, das ist da drüben, ne? So, ist hier irgendwas Tolles drin? Hallo? Hallo? Hier ist gar nichts drin. Oh, hier ist ein Terminal vielleicht. Ach, nee. Wäre, glaube ich, aber auch... Sie hat Plünderern gesagt, wann sie angreifen sollen und dafür Credits erhalten, um Oblivion zu kaufen. Mhm. Na gut. Das eine Teil brauchen wir nicht. Das können wir vielleicht verkaufen, um Credits zu kriegen, die wir auch nicht brauchen.
nehmen wir erstmal hier noch die Quest mit, weil da kriegen wir vielleicht Erfahrung und die brauchen wir. So, hallo. Ich sehe schon, Sie sind nicht wie die übrigen Anfänger hier. Wie kommen Sie darauf? Ihre Ausrüstung, sie ist hochwertig, wie alles an Ihnen. Okay. Wenn Sie was zu sagen. In Ordnung. Als die Verbanden nach Kedawa kamen, versteckten sie überall in den Badlands Lager mit Vorräten von der Nexus. Größtenteils Schrott, abgelaufene Proteine. Aber es waren auch ein paar erstklassige... Und wo? Ich habe geholfen, sie zu stehlen. Ja, okay. Und ich kann in Kedawa Port keine Waffen verkaufen ohne das Slow. Aber der Nachpunkt des Lagers? Wären Sie daran interessiert? Für einen fairen Preis gehört er Ihnen. Wir sind im Geschäft. Wunderbar. Bis dahin können Sie... Oh, ich habe gar nicht gesagt, wie viel ich jetzt mache. Ordnungssysteme, was gibt's denn da ermöglicht? Den Insassen ist niemand Gegner auf einer Entfernung. Okay, da kann man die Schildgenerator. Ich habe auch, glaube ich, noch gar nichts gekauft für den, ne? Arox Flüssigkeitsbeutel. Analyse in Arox finden sich Beutel mit einer Flüssigkeit, die zur Abschaltung empfindlicher elektronischer Komponenten benutzt wird. Es gibt zwar ein synthetisches Standardalternative, allerdings ist diese kaum bekannt. Achso, das kann ich kaufen. Das ist einfach ein Material, was ich kaufen kann. Okay. Hä? Detailliert und hochwertig. Spezialobjekt. Sketch Shuttle, sagen wir das. Kauft es. Klar. Alle Bergungsgüter verkaufen, ein Objekt wählen, zack. Keine Ahnung, was das bringt. Aber vielleicht ist es irgendein Sammelobjekt für irgendwas. So, der Rest ist nicht so. Ich mal hier so ein verbessertes Schild. Regeneration. Aber. Schildzurücksetzungsbonus, was bringt das? Schildzelle ein Upgrade auf Zeit verkürzt bis ihr. Ach. Aber, nee, N7? Oh, das sieht ja cool aus, ja. Das kaufe ich. Objekt wählen, Handel bestätigen. Zack. Kriege ich sogar noch Geld dazu. So, Nav-Punkt folgen. Da. Hier müssen wir jetzt sowieso irgendwo anders hin. Jetzt machen wir aber Schluss. Und in der nächsten Folge fahren wir dann einfach weiter hier auf dem Weg und gucken, was wir noch so finden. Also, dann bis zum nächsten Mal bei Mass Effect Andromeda.